Eine Familientragödie ereignete sich Anfang der Woche in der Schneeberger Innenstadt. Am 2. Januar wurden Rettungskräfte von einer Verwandten in die Ritterstraße gerufen. Sie fanden eine 38-jährige Frau und deren 8-jährige Tochter im leblosen Zustand. Der Notarzt konnte bei dem Mädchen nur noch den Tod feststellen. Die Mutter wurde in ein Krankenhaus gebracht und überlebte. Bei Ermittlungen vor Ort fanden die Beamten der Kriminalpolizei einen Abschiedsbrief und Hinweise für Medikamentenmissbrauch. Am Mittwoch wurde die Frau dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seit dieser Zeit in Untersuchungshaft. Die Mutter verweigert allerdings die Aussage zu den Tatumständen. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.